In diesem Video enthüllen wir die Details hinter dem Gerd Komma Multifactor Equity Index, die Essenz hinter dem Gerd Komma ETF. Es steht also die Investmentstrategie im Mittelpunkt, die die Performance treibt. Wie man mit einem einzigen Index breit diversifizieren kann und gleichzeitig an der Renditeschraube drehen kann, erfährst du in diesem Video. Wir führen dich schrittweise durch die Steps, wie es die Aktien aus dem Universum aller Aktien in den Index schaffen und welche Regeln für die Gewichtung der einzelnen Aktien eine Rolle spielen. Du kannst auch direkt zu dem Kapitel im Video springen, das dich persönlich interessiert. Die Kapitelmarker machen die Zeitreise so möglich. Dieses Video mag fachlich gehaltvoller sein als andere. Daher richtet es sich an die Wagemutigeren, die Investmentgrundlagen und Fachbegriffe bereits meistern und nun gezielt in die Tiefe tauchen wollen. Zeit, um in die Welt des Gerd Komma Index einzutauchen und dabei die ein oder andere Parallele zur Astronomie oder dem zeitlosen Star Wars Universum zu ziehen. Betrete eine Sphäre, in der die fundamentale Weisheit des langfristigen, prognosefreien Investierens auf clevere Art umgesetzt werden kann. Zeit, die Details zum Gerd Komma Index zu lüften. Es freut mich, dir heute die Investmentstrategie des Solactive Gerd Komma Multifactor Equity Index im Detail vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Daniel Kanzler vom Gerd Komma Team. Diese Investmentstrategie hat Gerd Komma zusammen mit seinem Team Solactive und Elgym in den Jahren 2022 und 2023 entwickelt. Elgym verwaltet den ETF unter seiner Brand LNG ETFs. Die Solactive AG ist ein deutscher Indexanbieter mit Sitz in Frankfurt. Solactive ist für die laufende Pflege, Berechnung und Administration des Index zuständig und dafür bekannt, maßgeschneiderte Indizes zu erstellen, wie auch in diesem Fall. Beim Gerd Komma Index handelt es sich nämlich nicht um einen Standard MSCI World oder FTSE All World, sondern um einen echten maßgeschneiderten Index. Damit vorab keine Missverständnisse entstehen, der Index ist zu 100% regelbasiert. Und eben diese klar definierten Regeln schauen wir uns in diesem Video genau an. Noch kurz vorab, immer wenn wir Zahlen oder Werte zeigen, beziehen die sich auf das Rebalancing im August 2023, den Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos. Sie dienen dazu, dir ein Gefühl zu geben, was das jeweils in der Umsetzung bedeutet. Über die Zeit werden sich die Werte natürlich ändern. Aktuelle Werte findest du immer in dem Quarterly Index Summary. Das aktualisieren wir alle 3 Monate nach jedem Rebalancing. Dieses Summary gibt dir einen guten Überblick zum Gerd Komma Index im Vergleich zum marktkapitalisierten Welt Aktienuniversum. Du findest es auf der Seite von Elgym zum ETF und auf unserer Gerd Komma ETF-Seite. Auch wichtig, wie bei jedem Index erfolgt eine Anpassung zum gegebenen Stichtag. So einen Stichtag gibt es bei der Mehrheit der Aktienindizes 2-mal oder 4-mal im Jahr. Dieser Index wird quartalsweise, also 4-mal pro Jahr auf Basis der Regeln angepasst. In der Zwischenzeit können sich alle Aktien entsprechend ihrer Entwicklung frei bewegen. Das führt zu Unterschieden in den zum Stichtag gezeigten Kennzahlen. Das ist bei jedem Index so. Sonst müsste man täglich rebalancen und müsste in einem ETF, der einen solchen Index abbilden soll, täglich Aktien handeln, was unnötige Kosten verursacht. Heißt also, alle Werte beziehen sich auf den Stichtag. Ganz so geheim sind die Details zum Index gar nicht. In der Index-Guideline ist nach außen hin transparent festgehalten, anhand welcher konkreter Regeln dieser Index berechnet wird. Wir versuchen in diesem Video das Wesentliche auf eine anschauliche Art und Weise darzustellen. Aus Zeitgründen lassen wir kleinere, aus unserer Sicht weniger relevante Details weg. Das führt notwendigerweise dazu, dass manche Punkte in diesem Video vereinfacht dargestellt werden. Das heißt für dich, wenn du dich wunderst, woher eine Zahl genau kommt, schau im Zweifel immer in die Index-Guideline. Dort ist alles exakt dokumentiert. Bei den einzelnen Regeln haben wir bewusst auf Wechselwirkungen zueinander geachtet, um einen stimmigen Gesamtindex zu entwickeln. Lass uns nun gemeinsam in das Universum eintauchen. Unser Startuniversum bildet der weltweite Aktienmarkt. Aus diesem Universum, das auch Mutterindex genannt wird, stammt dieser Index ab. Bei Solactive heißt dieser Mutterindex Solactive GBS Global Markets Investable Universe USD Index. In dem stecken rund 10.000 Aktien aus den entwickelten Ländern und Schwellenländern, verteilt über Large Caps, Mid Caps und auch Small Caps, also den kleinen Nebenwerten. Die Gewichtung solcher einfachen Indizes erfolgt anhand der freien Marktkapitalisierung. So wie sich Sterne frei zueinander bewegen. Zumindest der Teil einer jeden Aktie, der frei handelbar ist. Es werden so rund 99% des Wertes der freien weltweiten Marktkapitalisierung abgebildet. Die anderen 1% machen mikroskopisch kleine Teilchen aus, die nur schwer zu greifen sind. Dieser Sternenstaub nennt sich in der Aktienwelt Microcaps. Vergleichbare Indizes gibt es übrigens von MSCI oder FTSE. Dort heißen die All Country World Index IMI oder FTSE Global All Cap. So viel zum Start.
Von den rund 10.000 Aktien müssen wir nun ein paar verabschieden und damit weiter zu den Ausschlüssen. Alle noch jungen Protosterne, in der Investmentwelt IPO genannt, müssen raus. Damit meinen wir Aktien, die weniger als 12 Monate Preishistorie haben, die es also noch kein volles Jahr gibt. Damit sollen Aktien ausgeschlossen werden, die vor kurzem ihren IPO hatten, also ihren initialen Börsengang. Der Grund liegt in den statistisch schlechten Renditen neu gelisteter Aktien in den ersten Monaten bis Jahren nach IPO. Das sind zum aktuellen Stand rund 50 Aktien. Die Zahl kann stark schwanken, da es mal mehr, dann wieder weniger IPOs gibt. Woran liegt es, dass IPOs im Schnitt schlechter rentieren? Naja, die ganz banale Erklärung liegt darin, dass die Anteilseigner vor IPO sich genau überlegen, wann sie ihre Aktien verkaufen oder neues Kapital einsammeln wollen. Nämlich dann, wenn sie ihr Unternehmen am Peak der Bewertung sehen. Gleichzeitig scheinen die Investoren, die in IPOs investieren, häufig zu optimistisch zu sein, was das weitere Wachstum angeht. Das Unterperformance-Phänomen von IPOs ist übrigens eng verwandt mit dem Investment-Faktor, zu dem wir später noch kommen. Growth-lastig, also das Gegenteil von Value-lastig, sind die meisten IPOs übrigens auch. Zusammenfassend sind IPOs einfach überdurchschnittlich oft hoch bewertet. Außerdem werden stark beliehene Aktien ausgeschlossen. Wir messen das an der Wertpapier-Leihequote. Die sagt aus, wie hoch der Anteil an verlierenden Aktien im Vergleich zur Marktkapitalisierung ist. Von allen Aktien aus dem Startuniversum, von denen Daten vorliegen, werden die höchsten 0,5% ausgeschlossen. Da hier die Datenverfügbarkeit nicht vollumfassend ist und insbesondere aus den Schwellenländern und auch Small Caps Daten fehlen, sind das zahlenmäßig wenige Ausschlüsse, ca. 15 an der Zahl aktuell. Es kann aber auch mal passieren, dass darunter ein großes Large-Cap-Unternehmen ist, das dann gewichtsmäßig doch einen nennenswerten Einfluss hat. Ziel ist, Ausreißer zu identifizieren und auszuschließen. Warum eigentlich? Aktien mit hohen Wertpapierleihgebühren haben statistisch kurzfristig eine schlechte Preisentwicklung. Woran liegt das? Leerverkäufer scheinen tendenziell informiertere Entscheidungen zu treffen als auf der Long-Only-Käuferseite. Hinter der Käuferseite stecken oft Fonds oder ETFs, die gegen bestimmte Benchmarks laufen und es sich nicht erlauben können, stark davon abzuweichen. Leerverkäufer haben bewusst eine völlig andere Strategie. Vermutlich könnte auch das Risiko eine Rolle spielen, das bei Leerverkäufern höher ist. Hier zwei Paradebeispiele für solche Aktien aus der jüngeren Vergangenheit, die du vielleicht kennst. GameStop und Wirecard. Das alles, und diese Aussage bezieht sich auf das ganze Video, gilt für den Durchschnitt und nicht für jede einzelne Aktie. Also hier nur für den durchschnittlichen IPO und die durchschnittlich hochbelierende Aktie. Dir fallen sicherlich gleich ein paar Beispiele ein, wo das Gegenteil der Fall war. Gäbe es solche Beispiele nicht, würde vermutlich niemand mehr in solche Aktien investieren und der Vorteil könnte erst gar nicht existieren. Weiter zu unseren Minimum Business Standards im ESG-Bereich bzw. der Nachhaltigkeit. Aus dem Startuniversum werden innerhalb der Hauptsektoren die schlechtesten 3%, gemessen an der Anzahl der Unternehmen, mit der höchsten Treibhausgasintensität relativ zum Unternehmenswert ausgeschlossen. Wir screenen innerhalb der Sektoren, um starke Verschiebungen einzelner Sektoren zu vermeiden. Solche Sektoren sind beispielsweise Technologieunternehmen, Finanzunternehmen oder Energieunternehmen. Wir setzen die Emissionen ins Verhältnis zum Unternehmenswert, um eine Relation zur Größe des Unternehmens zu schaffen und nicht einseitig nur große Unternehmen auszuschließen. Es sollen also die braunsten Unternehmen relativ zum Umsatz der jeweiligen Sektoren ausgeschlossen werden. Für die Emissionskennzahl werden sogenannte Scope 1 und Scope 2 Emissions berücksichtigt, also alle direkten Emissionen und alle indirekten Emissionen über beschaffte Energie. Aus unserer Sicht ist der Vorteil, dass dieses Kriterium im Gegensatz zu vielen anderen ESG-Kriterien klar messbar ist. Außerdem müssen Unternehmen raus, die die Mindeststandards für weltweit anerkannte Geschäftspraktiken in Bezug auf wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte nicht erfüllen. Hierzu zählen Kohlehersteller, Produzenten kontroverser Waffen sowie die im Vergleich schärfsten Nachhaltigkeitsverstöße wie die gegen das Regelwerk der United Nations. Wie üblich stammen alle Datenpunkte und Kennzahlen von externen Anbietern. Liegen keine Datenpunkte vor, wird ein Unternehmen nicht ausgeschlossen. Wir haben uns dafür entschieden, um weiterhin ein breites Spektrum an Small-Cap-Unternehmen zu berücksichtigen. Gerade im Emerging-Market-Small-Cap-Segment gäbe es sonst viele aus unserer Sicht unnötige Ausschlüsse, da dieses Teilsegment aus Rendite-Erwartungssicht besonders interessant ist. Von den hierdurch ermittelten Ausschlüssen können auch Unternehmen dabei sein, die aufgrund von anderen Kriterien sowieso ausgeschlossen worden wären. Insgesamt treffen die ESG-Ausschlüsse rund 300 der 10.000 Aktien.
Der ETF berücksichtigt damit wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte, über die am ehesten Konsens herrscht. Da wir kein primärer Nachhaltigkeitsindex sind und auch nicht so weit bei den Ausschlüssen gehen wie in den meisten ESG-Indizes, geschweige denn von SRI-Indizes, schreiben wir kein ESG in den Indexnamen. Unser Ziel ist es, Minimum Business Standard zu berücksichtigen, ohne einen bemerkbaren Nachteil in der Diversifikation oder Renditeerwartung in Kauf nehmen zu müssen. Im nächsten Schritt geht es um einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie, in der Kapitalmarktforschung, werden Transaktionskosten meist nicht berücksichtigt. In der Praxis fallen diese aber an. In der Theorie wäre es wünschenswert, in alle knapp 10.000 Aktien zu investieren, die nach den bisher genannten Ausschlüssen verbleiben. In der Praxis gibt es hier aber Transaktionskosten. Wir wollen den Index daher so konstruieren, dass in der Praxis bei großem Vorvolumen auch alle Aktien zu vertretbaren Kosten in den ETF gekauft werden können. Kosten entstehen vor allem bei den Small-Cap-Aktien. Daher gibt es ein Minimumgewicht von ca. 0,001%. Die kleinsten knapp 5.000 Aktien werden damit im Index nicht berücksichtigt. Dabei handelt es sich gemessen an der freien Marktkapitalisierung um die kleinsten Aktien der Small-Cap-Aktien, den Staub zwischen den großen Sternen, wenn man so will. Das sind zwar zahlenmäßig viele Teilchen, entsprechen aber nur rund 2-3% der Materie bzw. des gesamten Börsenwerts des Startuniversums. Diese kleinen Aktien alle physisch zu kaufen, würde hohe Transaktionskosten aufgrund der Anzahl und geringen Liquidität dieser Aktien verursachen. Das ist auch der Grund, warum typischerweise in ETFs, auch wenn sie einen breiten Index mit Small Caps wie den MSCI ACWI IMI abbilden, am Ende weniger Small Caps enthalten sind. Damit am Ende in unserem Index aber nicht 2-3% Small Cap Exposure verloren gehen, wird das wegfallende Gewicht im Bereich der anderen Small Caps im Index umverteilt, sodass das natürliche Small Cap Gewicht vor Anwendung der Faktoren in der Optimierung von rund 13% beibehalten wird. Insgesamt werden kleinere Aktien durch Berücksichtigung des Size Factors in der Optimierung übergewichtet, wie du in der Grafik sehen kannst. Dazu später mehr. Auch der ETF auf den Geldkomma-Index nimmt eine Auswahl an Aktien vor, um die Kosten niedrig zu halten. Dabei ist das Ziel, möglichst exakt den Index abzubilden. Es ist möglich, dass die Anzahl an Aktien im ETF sich mit zunehmender Vorgröße weiter den rund 5.000 Aktien im Geldkomma-Index annähern wird. Durch manche der Ausschlüsse und Begrenzungen kann es passieren, dass sich die Gewichte der einzelnen Sektoren leicht verschieben. Solche Sektorenverschiebungen werden durch Anpassungen der jeweiligen Gewichtungen der verbleibenden Aktien je Sektor innerhalb der Länder angepasst. Damit soll aktives Sektorenrisiko begrenzt bleiben. Ein solches Vorgehen ist üblich und state of the art in der Branche. Kommen wir zur BIP-Gewichtung, also der Gewichtung der Aktienmärkte einzelner Länder bzw. der einzelnen Galaxien, nicht nur rein an der freien Marktkapitalisierung, sondern anteilig an der relativen Wirtschaftskraft des jeweiligen Landes. Das Gewicht aller Aktien im jeweiligen Aktienmarkt wird um einen Faktor angepasst, sodass der jeweilige Aktienmarkt eine Gewichtung erhält, die sich nun zur Hälfte an der anteiligen Wirtschaftskraft der Länder untereinander misst. Die Wirtschaftskraft könnte man als die wirkliche Macht der einzelnen Galaxien sehen, wovon ein Teil der Aktienmarkt ist, aber nicht alles ausmacht. Machen wir ein Zahlenbeispiel. Sagen wir, das Gewicht einer zufällig ausgewählten Galaxie, nennen wir sie Deutschland, liegt bei 2%, die anteilige Wirtschaftsleistung bei 5%. Der Durchschnitt der beiden Werte liegt bei 3,5%. Alle deutschen Aktien werden nun um 75% im Gewicht erhöht, um von 2% auf 3,5% in Summe zu kommen. Damit alles in der Praxis investierbar bleibt, können sich einzelne Aktienmärkte im Gewicht relativ zur Marktkapitalisierung maximal verdoppeln und minimal halbiert werden. Sich daraus ergebende Differenzen werden anschließend auf alle Länder gleich verteilt. Im Ergebnis bedeutet das aktuell, zum Stand Mitte 2023, dass sich insbesondere die USA von rund 60% auf 45% Gewicht verringern und im Gegenzug die meisten anderen Länder im Gewicht erhöhen. In der Tabelle sehen wir die derzeitigen Unterschiede. Ziel der BIP-Gewichtung ist es, weder eine Wette gegen die USA einzugehen, noch die Renditeerwartung zu optimieren. Ziel ist es, die Diversifikation über einzelne Länder hinweg zu erhöhen und starke Konzentration in einzelnen Ländern zu vermeiden. Ein besonders plakatives historisches Beispiel hierzu liefert Japan und der dortige Aktienmarkt. Der stieg in den 1980er Jahren rasant an, relativ zur japanischen Wirtschaftsleistung, und überstieg zeitweise den US-Markt. Das heißt, der japanische Aktienmarkt war zeitweilig der größte auf der Welt. Schaut man nur auf die Performance,
sollte die Wirtschaftsleistung an sich keinen Einfluss auf die Renditen haben. Tatsächlich gibt es historisch einen leichten Renditevorsprung bei einer BIP-Gewichtung. Doch der könnte vermutlich auf andere Faktoren zurückzuführen sein, wie das höhere politische Risiko in Schwellenländern oder die Korrelation mit den zugrunde liegenden Faktorprämien, insbesondere Size und Value, auf die ich später eingehen werde. Kurzfristig können die Renditen deutlich von denen nach Marktkapitalisierung abweichen. Das wird kurz- und mittelfristig einen wesentlichen Teil von Renditeabweichungen nach oben und unten im Vergleich zur reinen Marktkapitalisierung erklären. Langfristig dürfte es, wie gesagt, keinen allzu großen Unterschied machen. Die aktuellen weltweiten Bewertungsniveaus würden allerdings tendenziell eher für höhere Renditen sprechen. Warum haben wir uns für die BIP-Gewichtung nun entschieden? Der wichtigste Grund ist die Diversifikation, ohne dabei vollkommen von den Marktgewichten abzuweichen. Theoretisch wäre es auch denkbar, jedes Land weltweit gleich zu gewichten. Die Fragestellung ist also die grundsätzliche. Wie will ich weltweit diversifizieren? Die Marktkapitalisierung ist aus mehreren Gründen die einfachste Variante und deshalb so bekannt und deshalb oft die Benchmark für alles andere. Aber genau wegen den Kritikpunkten an dieser Gewichtung haben wir diesen Index gebaut und adressieren die wichtigsten Punkte, ohne uns vollständig von ihr zu trennen. Aus ähnlicher Motivation folgt auch der 1%-Cap, also eine Begrenzung der Gewichtung pro Einzelaktie auf 1% zu jedem Anpassungstag. Auch hier wäre die einfachste Gewichtung die nach der Marktkapitalisierung. Beispielsweise Apple hatte Stand Mitte 2023 ein Gewicht von über 4% aller 10.000 größten Aktiengesellschaften weltweit. Damit hat diese Aktie allein fast doppelt so viel Gewicht wie die kleinere Hälfte der 10.000 Unternehmen. Das widerspricht einem der Hauptvorteile des Indexinvestierens, so breit diversifiziert wie möglich zu investieren. So hat man zwar in einigen Indizes mehrere Hunderte oder gar mehrere Tausende an Unternehmen stecken. Tatsächlich machen aber die wenigen großen Unternehmen davon bereits einen Großteil des Werts aller und damit auch der Wertentwicklung aus. Solche Klumpen wollen wir aus Risikosicht deckeln. Die Tabelle gibt dir ein Gefühl, wie stark die Konzentration im Mutterindex-Universum im Vergleich zum Gerd-Komma-Index ist. So machen die Top 10 im Mutteruniversum derzeit über 15% aus und die Top 100 rund 40%. In unserem Index sind es nur rund 8% bzw. 32%. Es ist also weniger Konzentration in den supermassereichen Sternen. Für die Diversifikation ein klarer Vorteil. Aber was sagt die Sicht durch die Renditebrille? Die sagt, ein Capping der Mega-Large-Cap-Aktien könnte langfristig sogar leicht vorteilhaft sein. Grund dafür ist der Size-Faktor, zu dem wir später noch kommen. Nach dem Size-Faktor haben Aktien tendenziell höhere Renditen, je kleiner sie sind. Und das gilt auch innerhalb der Large- und Mid-Cap-Unternehmen. Zusammenfassend ist das Hauptziel des 1%-Caps, die Diversifikation zu steigern und eine unnötige Konzentration den größten Aktien zu vermeiden. Auch das kann kurz- und mittelfristig einen Teil der Renditeunterschiede des Gerd-Komma-Index im Vergleich zum Universum erklären. Schauen wir weiter zu den Faktorprämien. Die berücksichtigen wir mit dem Ziel, die langfristige Renditeerwartung zu erhöhen. Wir verwenden hierfür nur die Faktorprämien, die sich in der Forschung etabliert haben und über die der größte Konsens herrscht. Aus Zeitgründen werden wir in diesem Video nicht auf die Hintergründe zu jeder Faktorprämie im Detail eingehen können. Hierfür gibt es eigenständige Videos unabhängig von diesem Video, die auf die Theorie einzelner Faktorprämien eingehen. Wir haben euch die Videos zu den einzelnen Faktorprämien in der Videobeschreibung verlinkt. Gibt es zu einer Prämie heute noch kein Video, ist das schon in Planung. Abonniere also gerne unseren Kanal, damit du über das neue Video informiert wirst. Der Fokus in diesem Video liegt auf der Definition und Intuition der Prämien, wie sie in diesem Index berücksichtigt und umgesetzt werden. Der Size Factor wird gemessen an der gesamten Marktkapitalisierung der Aktie. Je geringer die Marktkapitalisierung, desto höher der Size Score für die Aktie. Alle Scores gehen in die spätere mathematische Optimierung ein. Kurz zur Intuition dahinter. Kleinere Unternehmen sind tendenziell zyklischer. Wenn es also allgemein schon schlecht läuft, könnten diese auch noch mal schlechter laufen. Dazu kommt die geringere Liquidität und die schlechtere Informationslage aus Investorensicht. Diese Risiken wollen Investoren langfristig vergütet wissen. Der Value-Faktor ist definiert als der Durchschnitt aus drei Value-Kennzahlen: Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis und Unternehmenswert zu EBITDA. Alle drei Kennzahlen sind in der Unternehmensbewertung fest etabliert und verbreitet. Alle haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile und bei einer Kombination ist man diesen weniger stark ausgesetzt. Kurz zusammengefasst gilt es abzuwägen, den gewünschten Faktor gut abzubilden und dabei darauf zu achten, den Turnover, also Portfolioumschlag und damit Transaktionskosten, gering zu halten.
Alle Effektor-Scores sollten also möglichst stabil über die Zeit sein. Grundsätzlich gilt, je günstiger bewertet, desto besser. Kurz zur ökonomischen Logik dahinter. Je weniger ich für einen gegebenen Cashflow oder Gewinn bezahle, desto besser für mich als Investor. Value-Aktien gelten häufig als langweilig und werden eher unterschätzt, während das Gegenteil Growth-Aktien im langfristigen Schnitt überschätzt werden, was zu niedrigeren bzw. höheren Renditen führt. Die genaueren Hintergründe, wie gesagt, im eigenen Video zum Value-Faktor. Der Quality-Faktor ist definiert als der Durchschnitt aus drei Kennzahlen. Profitabilität, gemessen an den Gewinnen relativ zum Buchwert, den Zinsdeckungsgrad, gemessen am freien Cashflow relativ zum Fremdkapital und dem Kapitalumschlag, gemessen an der Veränderung zum Vorjahr von Umsatz relativ zum Gesamtkapital. Es gilt, je höher die Qualität, desto besser für den Investor. Auch hier liegen die Gründe im Überschätzen der Erholung unprofitabler oder krisengebeutelter Unternehmen im Vergleich zur anderen Seite. Außerdem hat man bei solchen Aktien weniger Chance, dass sich ihr Wert einmal vertausendfacht. Anders bei heute unprofitablen Unternehmen, die aber, wenn alles gut geht, sich schnell erholen könnten oder später einmal hohe Gewinne einfahren. Tatsächlich scheinen hinreichend viele Investoren eine Präferenz für solche qualitativ niedrige Lotterieaktien zu haben, die sie im besten Fall reich machen, in der Regel ihre Ziele aber nicht erreichen. Mehr dazu im eigenen Video. Der Momentum-Faktor ist definiert als die durchschnittliche Preisentwicklung der letzten 6 und 12 Monate ohne Berücksichtigung des letzten Monats. Je höher also die relative Preisentwicklung einer Aktie, desto besser. Was ist hier die Logik dahinter? Anlegerirrationalitäten und Herdenverhalten. Anleger neigen dazu, an Verliereraktien festzuhalten, um sich keine Verluste einzugestehen, nach dem Motto, erholt sich schon irgendwann mal wieder, und Gewinneraktien frühzeitig abzustoßen, also Gewinne mitzunehmen. Dazu mehr im Momentum-Video. Der Investmentfaktor ist definiert als die Veränderung des Gesamtkapitals, also Bilanzwachstum eines Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr. Die Kennzahl ist umso vorteilhafter, je geringer das Bilanzsummenwachstum ist, wenn also weniger Kapital aufgenommen wird oder mehr ausgeschüttet wird und in Kombination eben weniger investiert wird. Der Investmentfaktor ist übrigens Teil des berühmten Pharma French Five Factor Models. Obwohl der Faktor in der Forschung gut bekannt ist, kennen ihn außerhalb der Forschung nur wenige. Kurze Logik dahinter. Wenn das Unternehmen mit wenig Kapital auskommt, um seine Gewinne aufrecht zu erhalten oder sogar Gewinne ausschütten kann in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen, ist das von Vorteil für den Anleger. In diesem Unternehmensverhalten steckt tendenziell auch die Information, dass Unternehmen eher dann Cash ausschütten, wenn sie die Bewertung für niedrig halten und dann neues Kapital aufnehmen, wenn sie die Bewertung für hoch halten. Eine Form, Kapital aufzunehmen, ist übrigens, neue Aktien auszugeben oder sich zuerst einmal listen zu lassen, womit wir wieder beim Thema IPOs wären. Zurück zum Index. Für alle Aktien im investierbaren Universum, das wir vorher definiert haben, also für die rund 5000 Aktien, werden nun anhand der beschriebenen Faktordefinitionsscores errechnet. Zu jedem Faktor ein Score pro Aktie. Der Vergleich der Fundamentaldaten erfolgt dabei innerhalb eines jeden Landes. So bleibt zum einen die Ländergewichtung bestehen, zum anderen sind die Werte innerhalb der Ländergrenzen besser vergleichbar, weil Länder unterschiedliche Rechenvorschriften haben. Mit dieser Vorarbeit kann nun das Optimierungsverfahren starten. Die mathematische Optimierungsfunktion hat das Ziel, einen Factor Uplift zu erreichen. Factor Uplift bedeutet eine Erhöhung des jeweiligen Factor Exposures bzw. der zugrunde liegenden Factor Scores im Vergleich zum Startuniversum. Optimierung bedeutet, die einzelnen Gewichte in ihrer Höhe anzupassen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und damit gleichzeitig bestimmte Nebenbedingungen zu berücksichtigen. In der Optimierung spielen der Investment- und Momentum-Faktor noch keine Rolle, dazu gleich mehr. Innerhalb jedes Landes wird das Ziel gesetzt, den durchschnittlichen Size, Value und Quality Score um rund ein Drittel zu erhöhen. Die Erhöhung erfolgt gegenüber den Werten, die bei Start der Optimierung gegeben sind, also nach den anfänglichen Anpassungen und Ausschlüssen, auf die wir zu Beginn des Videos eingegangen sind. So ist sichergestellt, dass es keine weiteren Verzerrungen gibt. Durch die entsprechende Definition der mathematischen Optimierungsfunktion wird gewahrt, dass ein möglichst gleichmäßiger Uplift entsteht, also nicht nur zwei Faktoren erhöht werden, während ein anderer schrumpfen könnte. Vereinfacht dargestellt werden in der Optimierung nun Aktien erhöht, die relativ zu den anderen im lokalen Aktienmarkt kleiner, günstiger und qualitativ hochwertiger sind. Die Gegenteiligen erhalten tendenziell ein geringeres Gewicht. Das ist aus unserer Sicht wünschenswert, da die drei Basisprämien Size, Value und Quality sich gegenseitig gut ergänzen. Beispielsweise hatten sowohl kleine Value-Unternehmen als auch kleine Quality-Unternehmen historisch höhere Renditen als große Value- oder Quality-Unternehmen.
Außerdem laufen Value und Quality bei isolierter Berücksichtigung häufig in die gegensätzliche Richtung. Besonders günstige sind selten die profitabelsten Unternehmen und umgekehrt. Durch Kombination im Multifaktor-Ansatz soll das Risiko einer langen Phase der Unterperformance von Value oder Quality in Isolation verringert werden. Man spricht hierbei auch von einem integrierten Multifaktor-Ansatz. Die wenigsten Aktien haben nur positive oder negative Faktorausprägungen. Hier entscheidet der Algorithmus, ob diese leicht erhöht, gesenkt werden oder ähnlich bleiben, um das Ziel zu erreichen, am Ende den gewünschten Faktor-Uplift zu erzielen. Folgende Grafik veranschaulicht, wie jeder Stern, also jede Aktie, in der Gewichtung im Vergleich zur Gewichtung vor Optimierung angepasst wird. Je weiter oben, desto höher der aggregierte Faktor-Score und je weiter rechts, desto höher das relative Gewicht. Ist der Stern rechts des Mittelstrichs, bedeutet es, dass er übergewichtet ist und jeweils umgekehrt. Im Ergebnis hat man am Ende selten die vollen 33% Uplift. Grund dafür sind die sogenannten Nebenbedingungen, die in einer solchen Optimierung aus verschiedenen Gründen notwendig sind, um praxistaugliche Lösungen zu finden. Da man in der Praxis bei Änderungen alle 3 Monate Aktien kaufen und verkaufen muss, gibt es als Nebenbedingung in der Optimierung einen maximal zulässigen Portfolio-Umschlag. Außerdem sollen die Maximalgewichte von 1% und das Minimalgewicht von 0,001% bestehen bleiben, Abweichungen der Sektorgewichte begrenzt und unausgeglichene Abweichungen der Faktorprämien der einzelnen 3 Faktoren nach oben und unten beschränkt bleiben. Aus Nicht-Mathematiker-Sicht mag die Vorgehensweise der Optimierung samt Nebenbedingungen vielleicht ein bisschen komplex klingen, ist aber tatsächlich Goldstandard in der Branche, unvergleichbar über verschiedene Indexanbieter und Multifaktormodelle hinweg. Hier siehst du verschiedene Sektoren und die Unterschiede in den Gewichten in unserem Index im Vergleich zum Mutteruniversum. Abweichungen gibt es zu diesem Zeitpunkt beispielsweise bei Technology nach unten und bei Energy nach oben. Das kann sich über die Zeit ändern und war auch vor einigen Jahren noch anders. Grund dafür sind überwiegend die Faktorprämien, die sich je nach Zeit mit manchen Sektoren tendenziell überschneiden können. So waren Technology 2002 beispielsweise überwiegend Value-Titel und sind 2023 überwiegend am anderen Ende anzusiedeln. Man hätte hier natürlich auch Aktien vollständig ausschließen können. Das wäre die harte Variante. Wir haben uns für die Anpassung der Gewichte entschieden, um das Ziel einer möglichst breiten Diversifikation zu erhalten. So hat man bereits eine ausgewogene Balance, ohne einen Standard-ETF beimischen zu müssen. Der Index soll sich schließlich als eine Produktlösung für den risikobehafteten Teil des Weltportfolios von Gerd Kommer eignen. Schauen wir weiter zu Investment und Momentum. Einer der Hauptkritikpunkte dieser beiden Faktorprämien in der Praxis ist deren Schnelllebigkeit. Was ist damit gemeint? Das Momentum einer Aktie kann sich schnell ändern. Lief eine Aktie noch relativ gut vor einem halben Jahr, kann es heute schon wieder anders sein. Das gilt auch für Investment. Ist die Bilanzsumme im vergangenen Jahr schnell gewachsen, muss das nicht mehr für dieses gelten. Der Lebenszyklus von Momentum und Investmentsternen ist also leider kurzlebig. Will man die beiden Prämien nun bestmöglich abgreifen, müsste man jeden Monat einen Großteil der Aktien vollständig durch andere austauschen, also kaufen und verkaufen. Übrigens ein Grund, warum wir uns für quartalsweises Rebalancing entschieden haben und gegen halbjährliches. Und wie gehen wir mit den Käufen und Verkäufen um? Unsere Lösung führt am Ende sogar zu geringerem Portfolioumschlag, als wenn Momentum und Investment erst gar nicht berücksichtigt würden. Wie, zeige ich dir mit einem Beispiel. Nehmen wir die Todessternaktie T. T hat im Index am Tag vor der Neuberechnung ein Gewicht von 0,1%. Nun erfolgen die Berechnungen wie beschrieben und die Optimierung spuckt am Ende das Ergebnis 0,2% aus als Zielgewicht. Die Aktie müsste also nachgekauft werden, um von derzeit 0,1% Gewicht auf 0,2% Gewicht zu kommen. Jetzt kommt der Screen ins Spiel. Angenommen, Aktie T hat derzeit einen super schlechten Momentum-Score. Wir definieren super schlecht als in den niedrigsten 10% unter allen Aktien im jeweiligen Land, dann würde sie nicht im Gewicht auf 0,2% erhöht werden, sondern müsste bei 0,1% bleiben. Der Kauf wird also unterbunden. Das spart in diesem Fall Transaktionskosten und erhöht gleichzeitig das Momentum Factor Exposure. Das gleiche wird für den Investment Factor geprüft. Auch hier gilt, ist der Investment Factor super schlecht, weil der Todesstern sich gerade in seiner Bilanzsumme übertrieben aufbläht, würde nichts nachgekauft werden. Andersherum und vereinfacht ausgedrückt, von einer Aktie darf nur nachgekauft werden, wenn sie zum gegebenen Zeitpunkt kein miserables Momentum oder Investment aufweist. Umgekehrt gilt das Gleiche. Eine Aktie darf nur dann anteilig oder vollständig verkauft werden, wenn sie nicht gerade im Top-Momentum oder Top-Investment ist.
Die Vorteile in dieser Methode liegen in den geringeren Transaktionskosten und darin, keine Verzerrung mit den drei Basisprämien zu erleiden. Der Nachteil ist, dass damit der Momentum und Investmentfaktor über die Zeit unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Das Momentum und Investment Exposure kann dadurch also im Zeitablauf stärker variieren als das der drei Basisprämien. In anderen Worten, wenn wir Momentum und Investment günstig mitnehmen können, tun wir das. Aus unserer Sicht ist das die bessere Mausefalle für ein Multifaktormodell, als die beiden Faktoren entweder gar nicht mit zu berücksichtigen oder mit den anderen drei in der Optimierung zu vermischen. Denn wie im echten Leben gilt auch hier, Cocktails mit mehr als drei Zutaten schmecken selten wirklich gut. In der folgenden Übersicht siehst du das relative Effektor-Exposure im Vergleich zum jeweiligen Startindex, der in die Optimierung eingeht. Je weiter rechts, desto höher das Effektor-Exposure. Hier kannst du erkennen, dass zu diesem Zeitpunkt der Momentum-Faktor schwächer ausgeprägt ist, was an dieser Technik liegt und sich über die Zeit ändern kann. Die drei Basisfaktoren liegen dagegen gleichmäßig auf, wenn man sich die Rauten ansieht. Bei den Rauten vergleichen wir das Effektor-Exposure zum Zwischenuniversum, das in die Optimierung eingeht. Bei den Kreuzchen dagegen das Factor Exposure des Mutteruniversums. Insbesondere der 1% Cap und die BEP-Gewichtung führen dazu, dass der Size Factor und zum Teil auch Value Factor derzeit relativ nochmal höher ausgeprägt sind. Zusammenfassend lässt sich festhalten, ja, der Gerd-Komma-Index ist komplex und insbesondere komplexer als die bekannten Standardindizes wie ein MSCI World, FTSE All World oder der DAX. Aber genau deren Schwachstellen wollen wir mit diesem Index adressieren. So kann man mit nur einem ETF auf diesen Index ganz bequem einen regelbasierten und prognosefreien Investmentansatz verfolgen. Aus unserer Sicht ist der Index bestmöglich diversifiziert. Das haben wir bei allen Schritten berücksichtigt. Eine Mischung mit einem anderen rein marktkapitalisierten Index würde aus unserer Sicht damit den Diversifikationsvorteil eher schmälern als steigern. Du kannst dich also bequem zurücklegen und den Index den Rest der Arbeit machen lassen. Wenn du tiefer in die Materie einsteigen willst und dich für die technischen Details und exakten mathematischen Definitionen interessierst, kannst du einen Blick in die Index-Guideline werfen. In dem englischsprachigen, gut 25 Seiten umfassenden Dokument ist alles im Detail niedergeschrieben. Wenn dich interessiert, was durch diesen technischen Ablauf im Endergebnis für Gewichtungen in Bezug auf Länder, Sektoren oder Faktoren resultieren, wirf einen Blick auf das Quarterly Index Summary, das wir zusammen mit Solactive und Algem für die Nerds unter euch erstellt haben. Dieses wird jedes Quartal aktualisiert. Die Holdings und Gewichte kannst du übrigens wie bei ETFs üblich tagesaktuell herunterladen. Alle Links findest du wie immer in der Videobeschreibung. Möge das rationale Investieren mit dir sein. Vielen Dank, dass du Teil unserer Reise warst. Du gehörst nun zu den Index-Spezialisten. Wenn dir das Video gefallen hat, den Gerd-Komma-Index besser zu verstehen, gib uns gerne einen Thumbs up. Und wenn dich verschiedene Investmentthemen für fortgeschrittene Anleger interessieren, freuen wir uns, wenn du uns ein Abo dalässt.